Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ayla Info TV. Um Sie noch ein bisschen besser zu informieren über die Top-Küche von Ayla Catering, habe ich mir heute den Küchenmeister Edgar Borg eingeladen. Eddie, herzlich willkommen hier bei uns. Hallo Ina, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich habe schon einiges über dich mitbekommen. Unter anderem kommen einem da Worte wie Ritz-Carlton, Kameha Club ins Auge. Was hat es damit auf sich? Du bist anscheinend schon viel rumgekommen, sprichst auch 4 Sprachen, glaube ich. Ja, richtig. Ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Ich sag mal so, diese Stationen, die haben mir geholfen, da zu sein, wo ich jetzt gerade stehe. Mhm. Die Sprachen sind auch sehr wichtig, finde ich immer, dadurch, dass wir bei Ayla Catering mit internationalem Publikum arbeiten. Wir können auf die Gäste eingehen. Die verschiedenen Wünsche der Gäste können wir wahrnehmen und auch wenn wir eine Aktion oder ein Event im Ausland haben, in Frankreich zum Beispiel, ist es sehr wichtig, dass wir da gut kommunizieren können. Okay, ja. Bin ich auch ein Stück weit stolz drauf. Das glaube ich, das kann man auch wirklich sein. Also es hört sich wirklich nach gehobener Gastronomie an, was sich dann auch widerspiegelt in der Top-Küche von Ayla Catering, was man immer wieder sieht. Wie ist da dein Aufgabenbereich? Wie gliedert sich das Ganze? Ja, wie du schon gesagt hast, meine Hauptverantwortung ist die Küchenleitung bei Ayla Catering und dazu gehört halt die logistische Seite. Fängt an mit Personalplanung, geht weiter über Menüplanung, mit Lieferanten muss man sprechen und das Ganze unter einen Hut zu bringen, das ist mein Aufgabenbereich. Nicht zuletzt ist mir auch besonders wichtig, immer auch vor Ort zu sein. So oft es geht, versuche ich auch mitzukochen. Das ist mir ja, sehr, sehr wichtig, dass ich am Ball bleibe, dass ich sehe, wie die Produkte rausgehen und wie es auch letztendlich auch beim Gast ankommt. Da kriegst du immer ein gutes, also das erste Feedback kommt immer von dem Gast und das ist, damit kann man arbeiten. Das stimmt, ja. Stichwort vor Ort, du bist dann nicht nur hauptsächlich in Bayreuth, sondern du kommst, glaube ich, auch ziemlich viel rum mit Ayla Catering. Kannst du da irgendwas dazu noch erzählen? Ja, also ehrlich gesagt, in Bayreuth bin ich sehr selten. Meist sind es dann, was ich eben schon erwähnt habe, Personalgespräche oder Gespräche mit Lieferanten. Ayla Catering, wie die meisten anderen Kollegen halt auch, wir sind während der ganzen Saison sind wir überall unterwegs. Und in Bayreuth kochen wir gar nicht. Dafür haben wir unsere mobilen Küchentrucks oder Küchenzelte. Okay. Und damit fahren wir sehr gut. Okay, also es wird in Bayreuth dann quasi gar nicht fest gekocht, sondern nur mit den mobilen Wagen und so weiter dann, oder? Genau, auf jeden Fall. Okay. Und das ist gut, dass du es ansprichst, weil das macht nämlich auch Ayla Catering bzw. die Top-Küche, die wir liefern, hängt jetzt nicht allein von mir ab. Das Team ist mitverantwortlich, aber zum Schluss ist auch wichtig, dass wir vor Ort kochen können. Ja. Und so können wir auch die Frische garantieren, die die meisten anderen nicht bieten. Das stimmt. Wir haben ja schon mal berichtet über den CSI Kitchen Star. Jetzt als Frage an dich, ist es anders, in so einem Fahrzeug zu kochen, als in einer großen Gastronomieküche? Oder, also ist bestimmt ein Unterschied, oder? Es ist nicht wirklich anders. Also zugute kommt die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, von kleinem gehobenem Restaurant bis einem großen Catering in einem großen Hotels. Letztendlich ist das Wichtigste die Organisation. Und das Tolle an diesen Küchentrucks ist, dass es da nichts fehlt. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir können auch immer schnell entscheiden, ob wir den Wagen jetzt links stehen oder 50 Meter weiter. Das tut dem Prozess vom Kochen her überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, also wir sind da sehr flexibel und das ist auch ein Pluspunkt für Ayla Catering. Genau, also auch wieder Stichwort Flexibilität. Unter deiner Aufsicht kochen ja auch mehrere Köche, auch an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Wie stellt sich das Ganze nochmal dar? Also wie hast du das unter deiner Aufsicht oder wie bekommst du das alles unter einen Hut? Wir haben einen großen Vorteil, dass wir jetzt schon eine gewisse Zeit zusammenarbeiten. Ich mit gewissen Köchen auch immer wieder gute Erfahrungen gemacht habe, die gerne mit uns arbeiten und sagen, ja, wir möchten bei der nächsten Veranstaltung gerne wieder dabei sein. Das heißt, ich kann mich in gewisser Hinsicht kann ich mich auf die verlassen. Nichtsdestotrotz, was ich schon gesagt habe, für mich bedeutet es sehr viel, dabei zu sein. Ich versuche immer vor Ort noch den letzten Schliff zu geben oder zu gucken, okay, wo kann ich noch positiv darauf einwirken und was auch sehr wichtig ist, auch für mich, ich nehme auch aus jedem Event nehme ich was mit, sei es aus dem Event an sich oder sei es von den Kollegen, wir lernen voneinander und das ist halt das Tolle daran.
Kommen wir mal auf die Qualität zu sprechen. Also Ayla Catering hat ja wirklich einen hohen Qualitätsanspruch, du selbst auch. Ja. Bekommst du das dann wirklich alles unter einen Hut? Weil es ist ja wirklich viel Zeit, Stress, Planung, alles miteinander zu vereinbaren und trotzdem gute Qualität zu erhalten. Ja. Einerseits fängt es mit dem Einkauf an, ja, dass du gute Produkte hast. Es muss nicht es muss kein Hummer sein oder es muss keine Entenstoffleber sein. Das wollen unsere Gäste nicht unbedingt haben. Wichtig ist, dass du gute Produkte hast und aus dem was zauberst und was machst du. Also mit Pfiff, mit Raffinesse und schön ist es, wenn du dabei junge Leute um dich hast, die auch an einen Strang ziehen und sagen, ja, das ist unsere Küche, das wollen wir auch. Und da kommen sehr viele Ideen zutage, wo ich selber alleine das nicht machen könnte. Also ich bin auch auf die anderen, auf meine Köche angewiesen und dass wir da was Tolles zaubern. Also auch wieder Stichwort Teamwork dann bei euch, zählt dann wirklich viel. Persönliche Frage an dich, wie würdest du jetzt deinen eigenen Kochstil beschreiben? Ja, mein eigener Kochstil ist regionale Küche, frische Produkte und mit einem gewissen Pep, dass man hinterher sagt, wow, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich arbeite sehr gerne mit Gewürzen und Aromen zusammen. Für mich ist das Schlimmste, wenn die sagen, es ist gut. Ja? Ich will nicht, dass die Leute rausgehen und sagen, es war gut. Sie sollen begeistert sein, die sollen wiederkommen und sagen, wow. Das habe ich nicht erwartet. Das war's. Ja? Okay, super. Als Abschlussfrage nochmal, was gefällt dir an deiner Position als Küchenchef hier bei Ayla Catering? Ja, was ich eben schon erwähnt habe, vielleicht hat man es rausgehört, so, ich arbeite sehr gerne für Ayla Catering, weil wir ein junges Team sind, sehr professionell und ein Ziel haben und das ist halt, den Gast glücklich zu stellen und mit dieser Leidenschaft, mit der wir herangehen und die Ehrlichkeit, die dabei ist, ist ja nichts gespielt. Also wir sind wirklich an den Menschen dran und nehmen uns den Herausforderungen an. Und das macht Spaß. Ich würde sagen, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, dass du jetzt hier warst bei uns und so viele Infos gegeben hast. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Liebe Zuschauer, wenn wir Ihnen viele Informationen jetzt mitgeben konnten, dann freut es uns wirklich sehr. Ansonsten gibt es noch mal alles zum Nachlesen. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.